Red Dead Redemption 2 zum Online-Modus in der Folge Nummer 9. Ja, ich hoffe, ich geht's allen gut. Ich hab's bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und wenn alles gut geht, bin ich heute auf Nacht um 18 Uhr live mit NHL 19. Ich hoffe, ein paar von Ihnen haben Lust und Laune zum Zuschauen und haben sich schon vielleicht ein paar grandiose Spiele überlegt, was dann der HB machen kann. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier im Moment bei Red Dead Redemption. Und ich würde es mal sagen, wir schauen hier rein. Wir schauen hier mal rein, ob er hier vielleicht eine Mission für uns hat. Ich wollte eigentlich ins Schneegebiet reiten da hinten. Und dann habe ich ihm gesehen, auf dem Weg liegt eine Mission. Und ich dachte, ja, wir kannten uns ja da eine Mission noch nicht mehr. Ja, schauen wir mal. Alright, you're the new one, Alden Sant. Thinks he's some criminal mastermind these days. This is the last thing I need right now. Alright, well, I suppose we might as well both get paid. I swear a monkey could do this job, and they'd probably pay it more. Here, ein Zauberer schwebt es vor I don't uns. Really care, but apparently there's money in it. Are you gonna take this? Ah, Missions. Where a monkey could do this job and they'd probably pay Ja, more. ich möchte es nicht mehr. I don't really care, but apparently there's money in it. What are you waiting for? Just take the note. Ja, gib. Off you go then. Schauen wir, ob wir die Transportmission jetzt schaffen. Geht 10 Minuten, okay. Ah ja, ich war schon mal richtig gewesen, weil das ist genau die Strecken, was man ja dann wo das Rad gebrochen ist in der im Story Mode drin. Ich möchte nämlich ein bisschen Kohle zusammenbringen, dass ich mir irgendwie besser eine Waffen kaufen kann. Ich glaube, dass das sinnvoll war hier im Online-Modus. Aber die Gegend haben es richtig geil gemacht. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Schauen. Nun ist es ruhig. Ja, wer gern mit mir mal Red Dead Redemption 2 spielen möchte. Das wird mir einfach umschreiben auf der PlayStation und dann machen wir unsere Zeit aus und dann vielleicht ist ja der eine oder andere oder die andere schon ein bisschen weiter als ich. Also mir ist es egal, wer mit mir spielt, solange wir eine Gaudi haben beim Spielen und dass die geflucht und geschimpft wird und ich wieder keine Schwierigkeiten dann kriegen in dem Sinne. Das ist noch eine beschissene Streckenführung. Wir hätten da oben dann auch abfahren können. Jetzt passen wir auf. Jetzt möchte ich mal ein bisschen auf der Karten. Jetzt passen wir auf. Wo müssen wir? Wir müssen da um. Okay, da ist. Aha. Ich nehme jetzt aber dann den Weg auch. Okay, den nächsten Weg dann auf. Okay, passt gut. Ich will jetzt den Weg nehmen.
Er ist so ein bisschen beschwerlicher, der Weg, glaube ich, aber. Ich glaube. Sicherer. Ich glaube, dass man sie mit deiner, ich habe schon Bombe gesehen, so auf der Karte, dass so, wenn du so Transportmissionen machst, Vorräte transportierst, keine Ahnung, wäre, wenn du dann zum mehreren Spieler bist. Weil es einfach vom Verteidigungsfaktor her für die Vorräte her besser ist. Für diejenigen. Ich bin ja ziemlich vorsichtig geworden in der Virtual, weil es gibt nämlich Spieler, die erschießen die ja nur aus Jux und Tollerei, also. Wenn es jetzt doch nicht so bergig wäre, gell, meine Sportsfreunde, dann würde ja der HP quer für den durch die Bäume sich schlängeln, in der Hoffnung, dass er die alles ein bisschen umgehen kann. So, jetzt müssen wir mal auf die Landkarten schauen, wie wir dann besten, wo wir dann besten sind. Ah, okay, passt gut. Über der gelben Linie jetzt noch. Halt, das wird die nicht. Das wird der nicht. Hier weiter. Ah, was ich tue, mal vielleicht ein bisschen einen beschwerlicheren Weg nehmen, wo ein bisschen vielleicht die Zeit ein bisschen knapp wird. Aber dafür können wir die Vorräte hoch. Mein Ansehen als Outlaw steigt ein bisschen. Der Cowboy Robin Hood. Der mit dem Colt schießt. Ah, mit der Winchester unterwegs ist. Entschuldigung, ich bin aber die Winchester. Ah, die da ein bisschen Nebel, ein bisschen der Sonnenaufgang. Herrlich, gefällt mir ganz gut. Freut mir ganz gut, ein bisschen mehr aus der Ego-Sicht spülen. Jawohl. Herrlich. Ich weiß, für einen oder anderen wird das jetzt langweilig sein. Mir da zuschauen. Ich weiß schon, so Kutschen, Postbank, Überfälle oder sowas war sicher genialer. Aber. Ah, bin gleich um. Ah, das passt gut. Das. Jetzt kann doch nicht mehr viel schief gehen. Rein theoretisch darf halt jetzt nicht mehr viel schief gehen. Ja, ich habe schon die Befürchtung gehabt, jetzt werden alle auf mich aufmerksam. Aber ich bin ziemlich weit oben und die anderen Spieler waren ziemlich weit unten, was ich gesehen habe beim Reiten. Jawohl, haben wir es geschafft, die Mission. Und wir haben wieder Kohle gekriegt. Schauen wir mal. Lassen wir unser Rosa mal nachlaufen. Wir sind jetzt wieder hier an unseren Ausgangspunkt gekommen. Ah, Jack, lassen wir mal ein bisschen nachlaufen. Da ist der Fleischer. Das ist ein Gemischtwarenhandel. Schauen wir mal, ob wir uns irgendwas kaufen. Ah, da. If you really want to impress the mayor here, I'd pick up some grooming supplies for yourself. So, Vorräte, Munition, Jagd und Verkleidung. Na,
$150, 200 haben wir, 286 haben wir, 25. Okay. Folks come in for that all the time. Schaut das gut aus? Ich schaue so ein bisschen. Ich möchte was Verwegenes haben. Ich möchte. Ich würde mal sagen, also Rang 38 brauchen wir da für den heute, okay. Wir haben da eigentlich nicht viel Auswahl. Den Hut, da unten. Sheesh, customers sure love that. Gefällt mir nicht. You looking for anything Oh, in der Mantel particular? hat man. Ah, der Staubmantel. Na, schauen wir mal. Also Find out muss ich who is ein bisschen interested. mit dem Rang nach oben kommen. Weit zurück. Index. Index. Das braucht man nicht, aber ich schätze mal, dass wir Munition kaufen müssen irgendwann einmal. Also da habe ich auch gesagt, da muss ich zuerst mal herausfinden, welche Waffe das ich habe. You gotta break some rules to run a proper shop. That mayor ain't gonna stop me. Alkohol You should braucht man auch stock up nicht. on some non-perishable. Vorräte, Munition. She, customers sure love that. Ich habe jetzt einfach mal die Munition. In der Hoffnung. Okay, da habe ich nichts mehr. Okay, dann habe ich schon die richtige Kraft. Dann habe ich schon die richtige Kraft. Habe ich dann nur mal irgendwo Munition zum Kaufen? Bisschen Vorräte werden wir uns jetzt auch Popular noch even with the kaufen, tourists schätze ich here. mal. Frische Lebensmittel. Um frische Lebensmittel. Stück Käse, okay. Ich glaube, so Kekse nehmen wir jetzt einmal mit. Und Business done. das nehmen wir uns einmal mit. Und da Good Kaffee then. nehmen wir uns einmal mit und ein bisschen Schokolade nehmen wir uns mit. Und dann müssen wir, glaube ich, da haben wir noch mal, da haben wir mal einkauft. Ah, the best part of my shop. Tabak, Konservendosen. All right. Nehmen wir uns jetzt einfach einmal so querfeld ein. Mieter, jetzt mal sagen, ich habe jetzt ein paar Euros ausgesucht. Und Waffen kriegen wir da nicht. Okay, kann okay, wieder zurückgehen. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umschauen. Ein bisschen vor andere Spieler ein bisschen fernhalten. Ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Und ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde ich mich auch freuen. Wer will, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren. Aber ihr wisst ja, das ist bei mir alles kein Muss. Das ist alles bei mir auf freiwilliger Basis. Und dann wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund oder liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das ist, das Video schaust. Bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, und drinnen bleibt mir gesund. Ich wünsche euch nur eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.